Willkommen zum SchurTech-Tipp über Slotverlinkung. Slotverlinkung ist die Möglichkeit, bei XN Digital eindeutig eine Sender-zu-Receiver-Kanal-Zuordnung machen zu können. Und das Ganze mit bis zu 8 Sendern pro Audiokanal. Ich habe hier einmal ein Bild, in dem man sehen kann, dass ich hier die Transmitter-Slots hier direkt verlinken kann, dann entsprechend über die Sync-Taste diese Zuweisung machen kann. Und sollte das entweder nicht passen oder vielleicht auch ein Störsender von extern reinkommen, gibt es entsprechende Fehlermeldungen, die mir sagen, dass ein unregistrierter Sender hier entsprechend gerade sendet. Das Ganze ergänzt durch ADX, also die fernsteuerbare Variante von XN Digital, gibt es auch die Möglichkeit, von der Ferne von einem normalen Betriebshandsender auf einen Ersatzhandsender im Fehlerfall umzuschalten, dann beim einen die Energie einzuschalten und beim anderen die HF-Energie abzuschalten. Ich möchte euch das jetzt einmal ganz kurz zeigen und parallel mache ich hier auf dem Display die Wireless Workbench an. In der Wireless Workbench könnt ihr jetzt meinen Handsender sehen, der auf meinen Receiver-Kanal verlinkt ist. Ihr seht entsprechend die ganz normalen Anzeigen und es gibt die Properties. In den Properties gibt es das Transmitters-Menü und hier sehe ich alle verlinkten Transmitters nochmal genau. Ich gehe dazu jetzt einmal rüber. Die ganz normale Slot-Verlinkung funktioniert so, indem ich einfach Sync drücke und dann den Handsender davor halte. Das Ganze ist jetzt verlinkt. Ich komme in die Übersicht des Receivers, indem ich die unterste Function Key entsprechend drücke und habe jetzt hier den Handsender mit dem Namen Hand 1 verlinkt im Slot 1 des Receivers. Möchte ich jetzt einen weiteren Handsender, Taschensender, was auch immer hinzufügen, kann ich jetzt mit dem Drehrad auf den Slot 2 gehen, nehme dann zum Beispiel diesen Taschensender, drücke jetzt Sync und halte ihn davor, sodass dieser jetzt im Slot 2 verlinkt ist. Und das Ganze machen wir jetzt noch mit dem Slot 3, einem weiteren Taschensender. Ich halte ihn davor. Ihr seht jetzt, im Moment sind 3 aktive Sender live verlinkt. Ihr seht hinter mir, blinkt auch ganz wild die Wireless Workbench, die mich darauf aufmerksam macht, dass das, was ich jetzt gerade gemacht habe, nicht praxisrelevant ist. Denn was ich jetzt machen muss, ich muss dem Receiver sagen, er soll nur noch auf einen dieser Geräte hören und alle anderen soll er abschalten. Dazu gibt es eine Funktionalität, die nennt sich Activate. Mit Activate kann ich sagen, ich möchte jetzt nur den Handsender haben, wähle den Handsender aus, drücke auf Activate und auf Enter. Dabei sagt er mir, Vorsicht, wenn ich diesen Handsender jetzt aktiviere, deaktiviere ich per Showlink alle anderen ADX-verlinkten Handsender oder Taschensender. Dann drücke ich auf OK und jetzt könnt ihr sehen, dass hier nur noch beim Handsender das Antennensymbol an ist. Bei allen anderen Sendern ist das entsprechend aus. Ich habe trotzdem noch die komplette Funkfernbedienung auf die ganzen verlinkten Geräte aller Slots, denn die sind im Hintergrund aktiv, haben nur keinen HF-Output mehr. Ich kann jetzt also entsprechend hier reinsprechen und könnte jetzt auch live umschalten auf den ADX1, indem ich den dann mit Activate hier wieder aktiviere und wieder live habe. Wenn ich mir das Ganze nochmal in der Wireless Workbench anschaue, dann drücke ich jetzt mal die Fehlermeldung weg, sehe ich, dass hier dieser Sender im Moment aktiv ist und dieser hier im RF-Mute-Modus. Ich habe auch hier die Activate-Taste, auf die ich drücken kann und per Confirm das Ganze natürlich hier akkreditieren und habe jetzt in der Anzeige hier unten den Receiver und mit diesem Pfeil nach rechts kann ich jetzt durch die einzelnen Slots durchschalten und könnte auch direkt auf die einzelnen Sender zugreifen.